sitzt in deinem coolen Studio in DC. Wie kannst du wissen, dass ich dich hören kann, hier am Arsch der Welt? Wie das möglich ist, wollt ihr wissen? Der Kleine aus Vault 101. Der Junge hat unsere Senderantenne repariert. Na, was sagt ihr dazu, Leute? Ab jetzt ist Schluss mit Rauschen aus dem Radio. Stattdessen gibt's allerfeinste Musik. Also lehnt euch zurück und genießt den Klang der Klassiker. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Södland und wir senden nur für euch. Wir haben eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Bitte hört gut zu. Hört zu, Leute. Hey, so eine Überraschung. Der Held des Ödlands ist wieder da. Hey, Sie sind es, den wir unseren ganzen Dank schulden. Sie haben der Tyrannei einen schweren Schlag versetzt. Endlich ist die Stimme von GNR wieder im ganzen Ödland der Hauptstadt zu hören. Eden und die Muties werden sich freuen. Aber bevor ich zu meiner Aufgabe zurückkehre, wollen Sie doch sicher etwas über dieses Militärwaffenversteck erfahren. Auf diesem Holoband finden Sie den Lagerort des Waffenverstecks. Ich hoffe, Sie können sie brauchen und kämpfen weiter. Denken Sie daran, uns auf dem Laufenden zu halten, während Sie da draußen sind. Und passen Sie auf sich auf. Unglaublich die Liebe, die mir die Leute im Ödland entgegenbringen. Seit die Stimme von GNR wieder zu hören ist, sagen mir die Typen im unteren Stock, dass wir mehr Hörer als je zuvor haben. Es ist genauso, wie ich es mir gewünscht hatte. Wenn Sie einen Unterschlupf brauchen, kommen Sie doch zu uns. Auf uns können Sie zählen. The springiest, the bees are the stingiest, the birds are the wingiest, the bells are the ringiest, the heart's the singiest, the arms the clingiest way back home. What about the sun? Sun's the blaziest, and the fields the daisiest, and the cows the graziest. The help's the laziest, the boy are the wittiest, the girl are the prettiest, way back home. The pigs are the snootiest, the owls are the hootiest, the plants the fruitiest, stars the shootiest, the grin's the funniest, the smile's the sunniest, way back home. Don't know I really must confess, I'm a weary exile, singing my song of loneliness. The food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest, the love the liveliest. The life the loveliest, way back, way back home. No place like home, sweet home. Thank you.
so etwas. Ein Umherziehender hier draußen in Rock Creek. Sie müssen eine sehr wichtige Aufgabe haben, wenn Sie hier draußen herumirren. Es geht mich zwar nichts an, aber wenn Sie Zeit haben und an einem Tauschhandel interessiert sind, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Meine Jungs jagen Lurks. Die haben das beste Fleisch, das man kriegen kann. Es bringt den Magen nicht so durcheinander wie Maulwurfsrattenfleisch. Ganz schön gefährlich, diese Dinger. Die reißen ihnen den Kopf ab, sobald sie sehen. Seien Sie hier draußen vorsichtig. Die sind einfach überall. Vor einiger Zeit kamen ein paar Typen und sagten, dass sie nach einem Wohltäter suchen, der aus einer ihrer Worts gekommen war. Ich habe ihnen gesagt, dass ich so jemanden nicht gesehen habe und habe sie ziehen lassen. Vielleicht sind sie immer noch hier, wenn sie ihnen helfen möchten. Das höre ich immer gern. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Wir werden uns alle bald wiedersehen. Der Hauptstadt, hier spreche ich, Three Dog, euer Herrscher, hört und gehorcht. Oh, Entschuldigung, das war für den anderen Sender. Wir unterbrechen das Programm für einige wichtige Meldungen. Halleluja, der Großstadtmythos ist wahr, Leute, er lebt und er lebt dafür, euch armen Seelen das Leben zu retten. Hier seine letzten Heldentaten. Der Junge aus Vault 101 wurde drüben in Arafu gesichtet, wo sich in letzter Zeit mehr Banditen scharen als Fliegen um die Brahmin. Aber es hat den Anschein, dass, nachdem die 101 kurz selbst in die Untiefen der Moresti-Station hinabgestiegen war, die Angriffe aufhörten. Und das Beste daran? Kurz darauf tauchte er mit einem Jungen namens Ian West auf, der anscheinend beim letzten Angriff gekidnappt worden war. Was ist wirklich passiert in diesen stinkenden U-Bahn-Tunnels? Eine freundliche Plauderei? Oder klassische Diplomatie mit dem Schießgewehr? Am Ende spielt es wohl keine Rolle mehr. In Arafu ist es wieder ruhig, dank der Hilfe dieses einsamen, umherziehenden Wesens. Aus Vault 101. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Südland und wir senden nur für euch. Wir
Wir haben eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Bitte hört gut zu. Denkt daran, Leute, wenn die Raiders kommen, ist es keine Schande, die Tür zu verriegeln, die Fenster zu vernageln und ins nächste Bett zu hüpfen. Wenn diese Psychos aus ihren Löchern gekrochen kommen... Mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Egal, Sie brauchen einen Drink. Jerry, ich bin am Verdursten hier. ...noch sinnvoll diskutieren. Aufgeben hat genauso wenig Sinn. Haha, das sind meine Party-Mädels. Ich bin viel zu männlich für eine einzige Frau. Deshalb brauche ich zwei. Ich treibe sie jede Nacht bis zur Erschöpfung. Warum sollten sie sich die Mühe machen, sich anzuziehen, wenn ich sie dann doch nur wieder rausziehe? Hey, passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Clown. Ich zahle Ihnen nichts. Sie kümmert sich um mich und darum kümmere ich mich um Sie. Wir kümmern uns die ganze Nacht lang umeinander. Bitte sehr, nehmen Sie sich einen aus dem Schnapsschrank. Leuten ohne Drink in der Hand vertraue ich prinzipiell nicht. Natürlich vertraue ich auch niemandem mit einem in der Hand. Fressen, saufen, furzen und bumsen. Hier draußen gibt mir niemand auf den Sack. Ich kann tun, was ich will und mit wem ich will. Sehen Sie zu, dass Sie die Tür nicht am Arsch erwischt, Clownfresse. Hallo, große. Oh, Himmel. Wenn das nicht ein Prachtexemplar von einem Mann ist. Ich bin Fantasia. Wenn du was brauchst, melde dich einfach bei mir. Duki will nicht, dass ich viel anziehe. Er sagt, das hält doch nur auf. Er ist okay. Er kann sogar richtig lustig sein. Und er weiß, wie man ein Mädchen fertig macht. Vor allem bin ich hier sicher. Wenn ich du wäre, würde ich keine Waffe ziehen. Nicht mal, um sie ihm zu zeigen. Da flippt er sofort aus. Und lass dir nicht einfallen, mit ihm um die Wette zu schießen. Er ist echt gut. Verdammt richtig. Das ist, nun ja, Dukovs Wohnung. Er lebt hier. Er macht nicht viel anderes als trinken und feiern. Tschüss. Ihr heute aber hübsch. Hallo, ich bin Cherry. Was kann ich für dich tun? Dukov hat es am liebsten heiß. Mehr Klamotten sind nicht nötig. Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich hier sicher bin. Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen. Zieh ja keine Waffe in seiner Nähe, sonst knallt er dich sofort ab. Und er ist echt gut. Keine Ursache. Ja? That things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go bye-bye. No more will I sigh or cry. I'm tickled pink, the moon is yellow. Der Aal geht uns aus. Irgendwann nächste Woche wird Duki einkaufen gehen müssen. Hoffentlich geht uns der Alk nicht aus. Ich glaube nicht, dass ich das nüchtern tue. Hallo, Schätzchen. Was geht ab, Schätzchen? Let the bygones go bye-bye. No more will I sigh or cry. I'm tickled pink. Fantasia, wenn du dir dein Mutterein verdienen willst, musst du I'm your fellow. Du weißt,
ist, was mich glücklich macht. Du Schlimmheit. Später habe ich ganz was Besonderes für dich. Oh, ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Ich muss kotzen. Unsinn, Sie haben noch nicht genug getrunken. Nehmen Sie sich doch ein Glas. Das räumt den Magen aus. Was darf es denn sein? Klar. Was darf es denn sein? Wie wär... Sie müssen... Ja, was darf's denn sein? Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Willkommen zu... Söldner der Talon Company rein. Vor allem aus der Gegend von DC. Haltet euch also von diesen Typen fern. Was ihr auch mit euch tragt, sie werden es haben wollen. Und sie werden euch nicht höflich darum bitten. Es heißt, dass diese Kerle alles nehmen, was die anderen Söldner ablehnen. Kurz, es gibt nichts, was sie nicht tun würden. Seid also vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Freedom. Hier. Sie haben es. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sagen euch die Wahrheit, auch wenn sie wehtut. Und jetzt ein extrem wichtiger Durchsage von alles nach meinem Interesse. Nur eine freundliche Erinnerung an alle möchte gern Ghoul-Hasser da draußen. Auch Ghoul. Schön, Sie gesund. Menschen. Wisst ihr, Leute, Ghoul sind nichts anderes als Menschen, die extremster Strahlung ausgesetzt waren und trotzdem nicht das Glück hatten, zu sterben. Auch wenn sie aussehen wie hässliche Zombies aus alten Monsterfilmen, ihre Herzen, Seelen und Tränen sind so menschlich wie unsere. Also bitte, wenn ihr einen der vielen Ghule im Ödland treffen solltet, lasst eure Vorurteile zu Hause und die Pistole im Halfter. Ah ja, da wäre noch was Wichtiges, Leute. Die wilden Ghule, die im dunklen, düsteren Untergrund leben, das sind hirnlose Zombies. Von denen könnt ihr töten, so viel ihr wollt. Und jetzt etwas Musik. Into each life some rain must fall.
But too much is falling in mind. Into each heart some tears must fall. But someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts. But when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall. But someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their heart. But when I think of you, another shower starts. Into each night, some rain must fall. In the east light, some rain got to fall. Too much of that falling in the middle. And into each heart. Ow!